Die Bauarbeiten bei einem der größten Holzbauprojekte des Landes sind in vollem Gange. Im Rahmen der Modernisierung der Landwirtschaftsschule Winkelhof werden derzeit die neuen Werkstätten aus Holz errichtet. Und das, was man da sieht, das, was jetzt schon steht, das ist die Tischlerei, die neue, und auch der Lehrerstützpunkt, also die Zentrale, und im Hintergrund dann auch noch die Räume für die Baukunde. Und da, wo wir jetzt gerade stehen, das sind schon die ersten Teile von der zukünftigen Metallwerkstätte. Neben einer kurzen Bauzeit spielt auch die Nachhaltigkeit eine große Rolle bei der Wahl des Baustoffes. Da schließt sich ja der Kreis bei uns an den Schulen. Also die Landwirte sind ja im Endeffekt die Produzenten des Rohstoffes. Und dann die Veredelung hier zu diesen wertvollen Gebäuden. Und außerdem ist ja Holz bei uns im Unterricht auch ein Thema, vom Forstwirtschaftsunterricht bis hin zu den Holzwerkstätten. Die Bauarbeiten liegen genau im Zeitplan. Bereits zu Beginn des nächsten Schuljahres wird in den neuen Werkstätten aus Holz unterrichtet. Das Schöne am Holzbau ist halt auch, dass man da recht schnell mal was sieht. Da gibt es zwar viel Vorplanung, aber natürlich ist das dann innerhalb von wenigen Wochen also recht gut aufgestellt. Und man sieht jetzt schon, wie da innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen jetzt einfach das halbe Gebäude irgendwie schon fertig steht. Der Plan ist auch Sache, aber wenn man es dann in gebauter Realität einfach sieht, das ist also für mich als Architekt einfach immer wieder schön. Und ich glaube, die Nutzer und die Schülerinnen werden auch dann später Freude haben, und wir genauso.